Herzlich willkommen zu Folge 92 von Gothic 2 Velaria. In der letzten Folge haben wir den Schlüssel zur Kanalisation gefunden. Oder was heißt gefunden? Bekommen, erhalten. Und jetzt können wir hier rein. Und machen jetzt die Diebesgilde ausfindig. Beziehungsweise das Hauptquartier davon. Einzelne Mitglieder sind uns ja schon begegnet. Ich mache hier mal ganz kurz ein bisschen Licht. Damit wir hier auch schön alles untersuchen dürfen. Und können. Ja, auch alles mit dem übrigens sind hier Ratten. Relativ viele Ratten, die wir alle weghäckseln, weil es einfach Gegner sind. Ich bin doch kein Metzger. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Und ich höre sogar noch weiter. Hier sind auch ein paar Pfeile. Wie gesagt, es soll ja auch einen Kampf gegeben haben. Also der namenlose Held hat hier wahrscheinlich alles hochgehen lassen und dann. Ja, ist ja klar. Und Cassia und Ramirez sind auch tot, das wissen wir. Die Information haben wir ja erhalten von Hannah und von Cardiff. Liegt noch ein Trank. Ein paar rostige Waffen. Aber ich glaube, die ganzen Leichen und Skelette hier, die sind auch generell immer hier. Also, es hat rein gar nichts damit zu tun, dass hier die Miliz eingedrungen ist. Hier ist immer alles irgendwie kaputt. Und Leichen und Skelette und Tod und Verderben. Und Belia-Schrein. Kaputt machen können wir leider noch nicht, aber da ist schon mal einer. Aber bei meiner Aufzählung war der auch dabei. Ich wusste, dass hier unten einer ist. Oder? Wusste ich das? Ich glaube schon. Hier haben wir. Da muss ich mich mal ganz kurz räuspern. Da geht einem glatt die Stimme. Hier haben wir eine Truhe, die ist nicht mal abgeschlossen und auch nichts drin. Ja, okay. Das war nun ein wenig enttäuschend. Übrigens, das Krautpaket haben wir noch. Ich glaube, das müssen wir noch loswerden. Und ich glaube, Cornelius Tagebuch haben wir aber auch noch. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Oder wenn wir die beiden Sachen losgeworden sind, dann haben wir das Zeug aus der Kiste, sind wir das auch alles losgeworden. Und dann wird auch die Quest wahrscheinlich beendet sein. Guck mal, das hier auch, die ganzen überall rostige Schwerter, ja, alles vollgestopft mit Skeletten. Wenn du das mal wirklich rational alles durchdenkst, was du hier siehst, da bekommst du den Eindruck, dass in Corinis ganz viele schräge Dinge abgelaufen sein müssen. Weil so zwielichtig eine Kanalisation auch sein darf. Also, das ist ein gutes Stück zu viel. Ja, Rohre vollgestopft mit Skeletten, das ist schon. Da willst du gar nicht wissen, was hier abgeht. So, jetzt sind wir hier einmal außen rum, ne? Genau. Geht ja nur noch geradeaus. Die Tür hier ist zu. Und da vorne ist ein Milizsoldat. Sowas aber auch. Aber nach da geht's auch noch. Ist hier unten ein Milizsoldat? Das kann doch gar nicht sein. Also, kann schon, aber. Ob das eine ganz normale Stadtwache ist, ohne Namen, oder ob das jemand Spezielles ist? So, hier haben wir natürlich noch ein dunkles Loch. Da brauchen wir die Fackel auf jeden Fall wieder. Das geht ja hier gar nicht. Hier ist ein Bett und hier ist ein bisschen Stuff und auch eine Truhe, die auch nicht abgeschlossen ist und auch leer. Äußerst schade. Äußerst schade. Sonst ist ja auch gar nichts drin. Das heißt, wir müssen auch auf diesen Milizsoldaten zugehen. Wobei müssen wir das? Ja, müssen wir. Führt kein Weg dran vorbei. Also, was geht hier ab? Ach, Peck. Bleib stehen. Kein Schritt weiter. Warum ist Peck hier? Sonst hast du 180 Pfund schlechte Laune gegen dich. Was willst du hier? Und überlege genau. Deine Antwort muss mir gefallen. Hm. Ich wollte zum Anführer der Diebesgilde. Diebesgilde?
Da bist du etliche Tage zu spät. Die Diebesgilde gibt es nicht mehr. Dafür hat ein komischer Typ gesorgt. Wir mussten damals durch eine einzige Blutlache warten. Aber du wolltest nicht wirklich zur Diebesgilde, stimmt's? Du wolltest hier mal ein bisschen spionieren. Wolltest mal nachschauen, was der alte Peck hier unten so treibt. Das kann ich nicht zulassen. Eins noch, bevor du stirbst. Für wen arbeitest du? Ich? Ich bin die Gute. Doch du hast deinen Eid und deinen Gott verraten. Deshalb werde ich dich töten. Gegen Peck. Ich weiß übrigens gar nicht, ob es eine richtige Antwort gibt bei dem. Das müssen wir gleich mal probieren. Peck stirbt auch direkt und gibt 400 EP. Und er hat den Kellerschlüssel dabei. Ich speichere mal ganz kurz. Auf dem zweiten Slot. Ich würde mir das aber gerne mal ganz kurz... Vielleicht gibt es ja eine richtige Antwort. Aber die muss dann halt auch 400 EP geben, sonst lohnt es sich nicht. Ich glaube, es gibt keine richtige. Bleib stehen. Sonst hast... Ich bin gekommen, um einen Spionagering auszuheben. Gehörst du dazu? Das ist ja unverfroren. Du marschierst hier rein und verdächtigst mich, ein Spion zu sein? Na schön, du hast ja recht, ich bin ein Spion. Nun versuch mal, mich auszuheben. Ich glaube, es gibt keine richtige Antwort, wenn ich... Oder halt keine, die zu einer friedlichen Lösung führt. Ich glaube einfach, Peck ist ein großer Verräter. Und bleib stehen. Sonst hast du... War's auch schon. Ich wollte hier Urlaub machen. Das habe ich gern. Unser einer schuftet die ganze Zeit und das Fräulein will Urlaub machen. Dann halt mal still, damit ich dir den finalen Erholungswert verpassen kann. Mhm. Also ich würde sagen, die 400 EP nehmen wir einfach dankbar an. Es war auch ein harter Kampf tatsächlich. Bleib stehen. Sonst hast... Der hält gut was aus und drei Schläge und das war's mit uns. Ich wollte mich nur mal umsehen. Nee, falsche Antwort. Nun mal, so kommt keiner in diese dreckigen, stinkenden Tunnel. Und wer weiß, vielleicht erzählst du ja jemanden, dass du den alten Peck hier unten getroffen hast. Das kann ich nicht zulassen. Ich werde dich wohl umbringen müssen. Also, ganz harte Geschichte hier unten. Keine Gnade. Und genauso sind wir dann auch mit ihm verfahren. Wir haben jetzt allerdings keine... Na doch, haben wir. Der Militär Peck hängt auch mit drin. Besser gesagt, hing auch mit drin, das stimmt. Den haben wir ein bisschen auseinandergenommen, den guten Mann. War aber auch selbst dran schuld. Kann man nicht anders formulieren. Jetzt gucken wir ja weiter, ob wir irgendwas Gescheites finden. Ein bisschen was mitnehmen können. Aber hier ist auch alles wieder leer. Eine einzige Enttäuschung hier unten, die Kanalisation. Nichts los hier unten, gar nichts los. Aber vielleicht lebt ja noch irgendwer. Oder zumindest kann man hier noch irgendwas abstauben. Aber ob ich den guten namenlosen Held kenne? Nee, oh. Können wir tatsächlich knacken? Das gibt's ja gar nicht. Hätte ich ja schon gar nicht mit gerechnet. 50 Gold. Naja, besser als nix. Bei 100 Geschicklichkeit sollten die Dietrich auch nicht mehr so oft abbrechen. Ne? Das immerhin haben wir da keinen großen Verschleiß mehr. Und hier ist nochmal ein Silberkelchen, 100 Gold drin. Ne? Du könntest mal hier, du Kacktruhe, nimm dir mal ein Beispiel an deinem Bruder daneben dran. Wenigstens ein bisschen was Gescheites drin. Ist hier hinten noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ne? Hier ist einfach nur eine Kanone, Kanonenkugeln und ganz viele Fässer und Säcke. Aber hier haben wir noch eine Truhe. Ich glaube, die Truhe von Fingers, die ist auch gar nicht mehr da. Ne? Die ist, ich glaube, das ist die schon offen war. Aber das müssen wir uns auch nicht antun. Bisschen Munition und Geld. Auch okay. In diesem Ausmaß ist das in Ordnung. Von der Anzahl her so. Also hier wieder Fackel weg und speichern. Und dann haben wir ja nur noch einen Raum, der übrig bleibt. Also der eigentliche. Ich packe die Fackel wieder aus. Damit ihr aber sehen könnt, seht ihr den eigentlichen Hauptraum. Oh, du bist es. Irgendwelche Beanstandungen an meinen Waren? Oder bist du beim Taschendiebstahl erwischt worden und musst dich verstecken? Nein, warte, jetzt hab ich's.
Du wolltest hier unten frische Luft schnappen. Genau. Schluss mit den Spielchen. Wenn du mir erzählst, wer noch in diese Geschichte hier verwickelt ist, verbessert das deine Lage von Tod durch den Strick auf, sagen wir, 10 bis 15 Jahre in den Minen. Du wärst dann zumindest am Leben und könntest weiter deine Wundermittel an die leichtgläubige Frau bringen. Entscheide dich. Jetzt. Ich bin gezwungen worden. Ehrlich. Ich hab das alles nicht gewollt. Peck hat mich in Flagranti erwischt. Wo? In Flagranti. Er hat mich vor die Wahl gestellt. Knast oder mal hier und da die Augen offen halten. Das mache ich doch sowieso den ganzen Tag, habe ich mir gesagt. Dass die dann Belia anbeten. Mann, ich dachte, das sind nur ein paar Leute, die zu viel Fantasy gelesen haben. Ich konnte doch nicht ahnen, dass die das ernst meinen. Wer hängt noch mit drin? Ich weiß noch von einem Typen aus der Oberstadt und dem Türsteher von Cardiff, Mo. Und der Anführer muss ein ganz hohes Tier sein, wie die anderen immer vor dem gekatzbuckelt haben. Der aus der Oberstadt und das hohe Tier waren aber immer maskiert. Mehr weiß ich nicht. Ehrlich, lass mich laufen. Ich bin doch bloß ein kleiner Fisch, eine Sprotte sozusagen. Erstmal wird er gleich beklaut und dann werden wir noch mehr aus ihm rausquetschen, nachdem wir natürlich erstmal die Fackel losgeworden sind, bevor wir speichern. Hey, du. Sehr schwierig ist noch zu viel für uns. Das habe ich mir beinahe gedacht. Hey, du. So ein schlaues Kerlchen wie du, das hat doch gewiss den maskierten Leuten nachspioniert, oder? Na klar. Ich meine, nee. Naja. Hey, du kennst dich aber ganz gut in unserem Metier aus. Leider war am Aufgang zum oberen Viertel Schluss. Die Torwachen sind handverlesen. Du wirst dich bei Wulfgar melden. Um eine Strafe wirst du nicht drum herumkommen. Sag ihm, dass ich dich schicke. Und sieh es mal so. In Boldhans Zelle bist du vor den Typen sicher. Danke. Du bist echt nett zu einem armen alten Gauner. Wenn du willst, kannst du mich ja mal besuchen. Ich würde mich freuen. Ja, muss ich sowieso. Wir sehen uns. Jemand will sich ja noch beklauen. Früher oder später. Buchkommode ist einfach nur Standardkram. Ist Standardkram. Aber ansonsten haben wir ja nichts mehr. Oh doch. Eine Truhe haben wir noch. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, offen. Aha, immerhin noch ein paar, auch wenn nicht die besten oder stärksten Spruchrollen, trotzdem noch ein paar Spruchrollen abgesahnt. Und ein bisschen Geld. Ansonsten haben wir hier noch was, noch eine zweite Truhe? Ne, hier sind einfach nur ein Haufen Betten. Und bis auf Rengaru sind sie alle platt. Ja, der namenlose Held ist gnadenlos mit ihnen verfahren. So, jetzt können wir hier oben einfach bei Hanna rauslaufen. Und dazu bräuchten wir nicht einmal den Schlüssel, weil Rengaru eben gerade vor uns herausgelaufen ist und wieder zurückläuft, weil er irgendwie gerade nicht so ganz klarkommt. Innos zum Gruß. So, Hanna anscheißen können wir nicht. Müssen wir auch nicht. Ist in Ordnung. Wird akzeptiert. So, wir wissen also, dass auf jeden Fall Mo mit drin steckt und zwei Personen aus dem oberen Viertel. Tja, wer könnte nur dieses hohe Tier sein? Wer könnte nur dieses hohe Tier sein? Da müssen wir echt mal investigativ vorgehen. Denn wir haben ja gar keine Ahnung, um wen es sich handeln könnte. Guten Tag. Wolfgang, wir sehen uns. Wir müssen jetzt einfach so weiter daran arbeiten oder was? Ich dachte jetzt irgendwie ein bisschen Wolfgang einen Zwischenbericht. Aber okay, Mo steckt mit drin, ein Typ aus der Oberstadt und noch ein höheres Tier. Wahrscheinlich der Anführer der Bande. Ja, dann gehen wir halt zu Mo und quetschen aus dem raus, was wir aus ihm rausquetschen können. Wäre jetzt wohl der nächste Schritt. Der einzige Schritt, der mir jetzt auch einfallen würde. Denn wie gesagt, alles andere ist ja pausiert. Hüpfen wir hier runter. Ja, sogar ohne Fallschaden. Dort werden sogar ein bisschen, aber egal, dann halt nicht. Ein bisschen hätten wir ja vertragen können. Wir haben ja genug Leben. Ach ja, der Mo, der mag uns so schon nicht. Hey, Türsteher. Der kann uns überhaupt nicht ausstehen. Jetzt müssen wir hier auch noch, naja. Ich soll dir einen schönen Gruß von Peck bestellen.
Ah, von Peck sagst du. Was will er und warum schickt er dich? Er schickt mich, weil er mit durchbohrtem schwarzen Herzen nicht mehr so flink auf den Beinen ist. Aber vielleicht macht Belia ihn ja zum Zombie. Du Mist. Ich verschwinde. Und hinterher, der entkommt uns nicht. Könnt ihr hier schnell genug hüpfen. Also ansprechen können wir ihn nicht dabei. Also es ist jetzt keine Einfangmission. Wir müssen einfach hinterher. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Oder er bleibt einfach hängen. Ganz deiner Meinung. Schien ja aber auch generell hängen geblieben zu sein. So, wo rennst du jetzt hin? Vor die Stadt. Scheiße, nichts wie weg. Der rennt doch jetzt die ganze Zeit weg. Wie stellst du dir das vor? Hey, jetzt bleib doch mal stehen. Der ist ja gerade zum Fußball reingerannt. Ich muss ihn einholen und töten. Von mir hatte das nichts. Deswegen wäre es auch ganz nett gewesen, dass er in der Stadt bleibt. Denn ihn hier zu töten ist so ein bisschen so eine Sache, ne? Das ist eine schlimme Sache. Wo rennt der jetzt rum? Er hat doch einfach nur draußen geblieben, außerhalb der Stadt. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Ich wäre mir da nicht so sicher. Was suchst du hier? Geh! Ich gehe, alles gut. Raus hier! Alles gut? Ja, raus mit dir! Alles gut. Ich habe echt gedacht, wir schaffen es zeitlich gar nicht mehr. Mo ist tot. Er wollte keine Alternative annehmen, da kann man nichts machen. Ja, hoffentlich wäre er doof, wenn wir jetzt irgendwie doch verschissen hätten. Hallo Milizmann. Immer schön die Augen offen. Manchmal die Quest. Ne, erstmal stand er dabei, ich muss ihn einholen und töten. Und dann stand er jetzt auch hier, er wollte keine Alternative annehmen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir das so akzeptieren können. So, die Frage, wer könnte das denn aus dem oberen Viertel sein? Wir haben jetzt ja keinen Anhaltspunkt mehr. Wir wissen, es könnte höchstwahrscheinlich sich um Larius handeln, das ist uns ja bewusst. Grüß dich. Blutero mit drin? Ha. Wir probieren uns einfach. Wir wissen gar nicht, ob es ist, wir können einfach mal sagen. Grüß dich. Und dann gucken, wie er reagiert. Das ist auch keine schlechte Vorgehensweise. Der hat eh nur rein. Nur einen Scheißtrick, braucht man sowieso nicht. Also. Peck hat dich verraten. Du bist ein Spion. Würdest du bitte nicht so rumschreien? Meine Kundschaft ist leicht zu verschrecken, weißt du. Komm mit in mein Haus, da können wir über alles reden. Dürfen wir ja auch rein, oder bringen mich dann die anderen Kasper um? Nö. Das scheinen sie diesmal zu akzeptieren. Beziehungsweise, ich glaube, in dem Haus haben sie uns generell gestattet. Wahrscheinlich genau deswegen, dass wir mit dem hier ohne Probleme reinlaufen können. Der wird uns eh gleich angreifen. Also komm, das ist doch... Aber direkt Treffer ins Schwarze, ist direkt Lutero. Also vielleicht. Er wirkt etwas tiefenentspannt. Kannst du nochmal wiederholen, was du eben gesagt hast? Peck hat dich verraten, bevor er starb. Du bist ein Spion für den Tempel der Nacht. Du hast gerade gesagt, dass Peck tot ist. Weiß noch jemand von deinem lächerlichen Verdacht? Natürlich habe ich mich abgesichert und laut André Bericht erstattet. Er kann jeden Augenblick mit ein paar Milizionären hier sein. Scheiße, ich verschwinde. Jetzt muss ich dem hinterher, oder was? Aufspüren und vernichten. Ja, da hätten wir auch gleich angreifen können. Das wäre wahrscheinlich die einfachere Option gewesen, aber okay. Das ist mal wieder typisch. Rennen wir dem mal hinterher. Muss ich den jetzt auch töten oder bleibt er irgendwo stehen? Da habe ich eigentlich keine Lust, hier die ganze Zeit die Leute zu jagen und abzuschießen. Vor allem würde ich doch gerne Informationen haben. Ich will doch hier nicht jeden umbringen. Der Quest wieder aufspüren und vernichten, das wirkt schon wieder fast, als müssten wir den wieder umballern.
Aber das muss doch nicht sein. Aber Adalos wusste um die Pläne seines finsteren Bruders und als Gott des Ausgleichs... Mal gucken, wo er hinrennt. Von mir hat er das nicht. Wieso, die Alternative ist wahrscheinlich, dass er uns versucht umzubringen. Ob wir da mehr erfahren, weiß ich nicht. Ich schaue auch einfach mal, wo er hinrennt. Vielleicht hat es ja wirklich Sinn, wo er hinrennt. Weil bei Mo war es sehr, sehr schnell, sehr, sehr eindeutig, dass das einfach nur so ein bisschen wahllos hin und her gerannt ist. Aber der Lutero könnte tatsächlich in sein Versteck rennen. Das hat vielleicht einen gewissen Mehrwert für uns. Dass wir dann dort mehr erfahren. Vielleicht sind dann da auch wieder Orks, die uns auf den Sack gehen. Werden wir erfahren. Auf jeden Fall rennt er hier in diese Höhle rein. Das ist schon ziemlich eindeutig. Wenn er dann jetzt nicht gleich wieder zurückrennt. Aber das wirkt jetzt schon etwas gezielter. Auch hier kämpft er dann gegen uns. Okay. Aber umbringen müssen wir ihn nicht. 400 EP gehen an uns. Mal gucken, was passiert. Ansonsten bringen wir ihn halt um. Vielleicht hätten wir Lord André im Vorfeld wirklich Bescheid sagen sollen. Aber auf der anderen Seite, der will ja nie was wissen. Na, komm erst zu mir, wenn du alles erledigt hast. Also mal gucken, ob der Lutero auspackt. Bin ich mal gespannt. Auf jetzt, hoch mit dir. Oh Mann, mein Kopf. Ja, ja. Nee, der greift mich gerade wieder an, weißt du was? Komm. Ich dachte, der wird's lernen, aber dann halt nicht, ne? Zweimal aktualisiert. Lutero ist tot. Es war wohl der Kerl aus der Oberstadt, den Ringaro meinte. Ich habe die beiden Spione erwischt. Lord André wird erfreut sein. Aber was ist mit dem hohen Tier? Also, Larius, da müssen wir auch keinen Hehl draus machen. Das wird Larius sein. Ist der Einzige, der sich hier noch aktiv zwielichtig verhält. Also wenn der nicht, dann ist es niemand oder irgendein Suchender, der sich in der Oberstadt verkrümelt hat und da aber irgendwie die Strippen zieht. Anders kann es ja gar nicht sein. Es muss Larius sein. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge, die Quest sagt es ja, ne, nicht zu Wulfgar, sondern direkt, Lord André wird erfreut sein, dann gehen wir zu Lord André und erzählen dem, dass das Spionagenetz ausgehoben ist. Und dann schauen wir mal, wie es mit Larius weitergeht. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.